In diesem Video geht es noch einmal um das Thema Gedanken beobachten. Denn das ist immer noch der wichtigste Schritt zu einem bewussten Dasein. Und dafür habe ich jetzt mal diesen wunderbaren Apfel besorgt. Ja, der sieht lecker aus und den werden wir gleich nochmal brauchen. Jetzt allerdings nicht diesen Apfel direkt, sondern nur das Abbild davon. Und zwar den Apfel in deinem Kopf. Aber dazu komme ich gleich. In unserem Leben glauben wir fast ständig, dass wir irgendetwas tun müssen oder tun sollen. Wir sollen irgendwas erreichen oder wir sagen uns selbst, ich muss das noch unbedingt schaffen, ich muss das noch erreichen und so weiter. Jeder kennt es. Du weißt genau, wovon ich spreche. Aber dabei fällt überhaupt nicht auf, dass wir einfach auf automatisch auftauchende Gedankenmuster reinfallen. Die plaudern in uns schon seit Jahrzehnten und immer wieder fallen wir darauf herein, weil wir uns für diese Gedanken selbst halten. Und der wichtigste Grund dafür ist, dass in diesen Gedanken das Wort Ich vorkommt oder in den meisten dieser Gedanken das Wort Ich vorkommt. Und da wir glauben, ein Ich zu sein, glauben wir auch, dass wir dieser Ich-Erzähler in uns oder in diesem Körper sind. Und das ist der Irrtum. Und um diese Illusion oder diesen Irrtum zu durchbrechen, machen wir jetzt mal eine kleine Übung. Denke bitte folgenden Satz, den ich dir jetzt nennen werde, dreimal. Also versuch das innerlich in deinem Kopf ablaufen zu lassen. Und zwar lautet der Satz: Der Apfel hängt am Baum. Denke diesen Satz jetzt bitte dreimal. Und hast du es hinbekommen? Ich glaube schon. Es kann sein, dass dieser Apfelsatz als Wortkette aufgetaucht ist oder als Bild. Vielleicht hast du einen Apfel an einem Baum hängen sehen, irgendwo, keine Ahnung. Das spielt auch keine Rolle. Das Wichtigste ist, dass du registriert hast, dass das Denken, das dreimalige Denken stattgefunden hat. Also, meine Frage, hast du wahrgenommen, dass du diesen Satz dreimal gedacht hast? Und wenn du das mit Ja beantworten kannst, bist du deinem wahren Wesen schon auf der Spur. Denn kein Ich hat diesen Gedanken gedacht, das denken wir immer, ich habe diesen Gedanken gedacht, aber das Ich ist ja selbst nur ein Wort, ein Gedankenteil, der auftaucht. Das Ich ist nur ein Gedanke. Das, was da gedacht hat, ist das Gewahrsein, das du bist. Das Gewahrsein hat auf irgendeine Weise registriert, dass da dreimal ein Apfelsatz gedacht wurde. Und zwar, der Apfel hängt am Baum, der Apfel hängt am Baum, der Apfel hängt am Baum. Das ist der wichtigste Schritt zur Erkenntnis. Zu erkennen, dass in dir Gedanken ablaufen. Und wenn ich dich jetzt noch einmal bitte, denke diesen Satz, der Apfel hängt am Baum, noch einmal. Und ich nehme an, das hast du jetzt auch wieder hinbekommen. Und diesmal war deine Aufmerksamkeit wahrscheinlich schon etwas geschärfter. Jetzt hast du wahrscheinlich schon geahnt, worauf ich hinaus will. Du konntest diesen Satz in dir auftauchen sehen, in welcher Form auch immer. Und wenn wir das jetzt leicht ändern, zum Beispiel, ich bitte dich jetzt mal, folgenden Satz zweimal zu denken. Ich mag Äpfel. Das wird dir wahrscheinlich auch gelungen sein, aber es fühlt sich schon irgendwie etwas komischer an, weil das rückt näher. Da ist das Wort Ich drin und dann glaubt man diesem gesagten Satz entweder sehr stark, also es rührt auch eine Emotion an, es löst irgendwas aus, oder man lehnt den auftauchenden Satz persönlich ab, weil man vielleicht gar keine Äpfel mag. Aber daran merkst du schon, dass an diesem Wörtchen Ich irgendwas nicht stimmen kann. Irgendwas hat es damit auf sich. Aber dennoch kannst du mir jetzt auch bestätigen, ja, ich habe diesen Satz, ich mag Äpfel, gedacht. Also wurde auch das Ich beobachtet. Das Ich als ein auftauchender Klang, als ein auftauchendes Wort in dir, konnte beobachtet werden. Aber wenn du das Ich beobachten kannst, wer bist denn dann du, wenn du nicht das kleine Ich bist? Wieder, du bist das Gewahrsein, was auch alle Ich Gedanken und ich Gefühle bemerken kann.
Da ist kein Ich drin, beziehungsweise nur als Wort. Aber du bist nicht das kleine Auftauchende samt Gefühlen. Du bist das äußere große Gewahrsein, was das Ich wahrnehmen kann. Und ich weiß nicht, ob du Äpfel magst oder nicht, aber ich hoffe, diese Übung hat dir gut geschmeckt.